Ja, herzlich willkommen, liebe Technikfreunde, zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es mal nicht um Elektromobilität, heute geht es um die Powerstation von Bluetti. Die ist jetzt endlich gekommen, ich habe lange gewartet. Ja, wir reden hier von einer Nominalleistung von 2000 Watt, also 2 kW, kurzzeitige Spitze von 4 kW ist möglich. Das ist gekommen, ist ein Riesenpaket, das gucken wir uns heute an und schaut mal. Hier steht das Paket, ja. Das ist auch der Grund, warum ich hier alles freiräumen musste. Und ich kann sagen, das Teil wiegt schlappe 30 Kilo, ist also wirklich nicht leicht. Ja, was gibt es heute im Video zu sehen? Also ganz einfach, wir packen das alles aus. Wir schauen mal rein, was ist für Zubehör dabei. Und ganz wichtig, schau mal, wie voll ist der Akku eigentlich geladen, ja. Ja, das wird alles zu sehen sein. Und natürlich noch, was bietet er so alles für Specs, was für Anschlüsse und so weiter. Das alles gibt es in diesem Video. Also wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dran. Bis gleich nach dem Intro. Viel Spaß. So, und passend zum Karton habe ich mein Unboxing-Messer rausgeholt und es müsste zumindest scharf genug sein, um mir alles aufzuschneiden. Ja, ihr könnt mir echt glauben, es war nicht leicht, das die Treppe hochzutragen. Ich musste jede Stufe absetzen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und 30 Kilo ist echt eine Ansage. Und so langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, ja, was so ein LFP-Akku wiegt. Also der Name Eisen sagt es ja schon, dass die nicht gerade billig sind, also nicht gerade leicht ist. Und da sage ich mal, mein armes Auto. So, dann nochmal natürlich ganz herzlichen Dank an Bluetti, die hat mich angefragt, ob ich nicht Lust habe, das mal alles zu testen. Ich habe das eine ganze Weile überlegt und gesagt, nö, warum eigentlich nicht, ja, können wir mal ausprobieren. Das heißt, die haben mir die Sachen geschickt, wie gesagt, das Solarpanel habt ihr ja schon gesehen, ja, 400 Watt Ladeleistung, bin ich echt mal gespannt hier, wie schnell man das Ding aufladen kann, müsste ja relativ zügig gehen, wenn die Sonne schön scheint, ja. Ja, und jetzt kommt noch der Akku dazu. Und was natürlich Fakt ist, ich kann ja wirklich sagen, was ich möchte. Und ich habe auch schon einige Akkus getestet, auch wenn ich kein Elektriker bin. Ja. Ein bisschen Erfahrung habe ich zumindest schon. So, wir gucken erstmal rein, was hier für Zubehör dabei ist. Weil ich denke mal, rausheben sollte man vielleicht nicht alleine. Ja, was haben wir hier von Zubehör? Ich habe hier eine schöne Tüte. Wir gucken hier, dass die Kamera das hier unten ein bisschen einfängt. Da steht schön Bluetti drauf und das hört sich alles an nach verschiedenen Kabeln. Genau, wir haben, Mensch, ist ja echt eine coole Ausstattung. Ja, wir haben einmal ein Kabel für den Zigarettenanzünder. Ich hoffe, ich kann es einfangen, die Kamera ein bisschen. Das haben wir. Wir haben hier noch verschiedene Kabel, das ist für die Solarstation und das ist wieder für einen Stecker zum Laden, für andere Akkus wahrscheinlich. Wir haben hier nochmal verschiedene Kabel, muss man also mal gucken, wo das passt. Und wir haben natürlich noch ganz klar ein Netzteil, das haben wir auch, ist ja logisch. Ja, das ist das eine, was haben wir noch? Wir haben ein Netzteil und da sehen wir schon mal, das Netzteil ist außen. Und ich weiß, letztens hat jemand von euch geschrieben, ja, es ist doch viel besser, wenn das Netzteil im Gerät integriert ist. Ja, hat alles Vor- und Nachteile, ja, aber ich sage mal, eigentlich will ich das Teil ja immer nur mit Solarstrom laden. Ja. Alles andere ist ja schweineteuer mittlerweile. Ja, und ihr habt eine schöne Box und ich glaube, da habe ich schon mal geschaut vorher und ich glaube, das Teil hier hat eine Ladeleistung von 500 Watt. Kann man das hier hinten erkennen? Ja, Output 58,8 Volt. Ja, also ein wirklich großes Teil, auch mit Lüfter, ja, vorne und hinten. Ja, dann haben wir noch was. Na, natürlich haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Gucken wir auch mal rein. Bluetti. Und auch in Deutsch. Ja, auch in Deutsch. Und das finde ich schon mal sehr gut. Ja, in Deutsch schaltet man die Kamera. Genau so muss es sein. Ja, eine deutsche Bedienungsanleitung. Ja, was will man mehr? Ja. So, und jetzt, ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Schaumpolysterol. Und zum Glück ist der Akku. Ach ja, guckt euch das, guckt euch das an. Ja, und da ist der Akku drin und ich versuche mal alleine rauszuheben, mal sehen, ob das was wird. Ja,
Alter Scholli. Alter Scholli, ist das Teil schwer. Ja, aber ihr seht, man schafft es auch alleine, den rauszunehmen, auch wenn man schon etwas älter ist. Aber es wiegt schon ganz schön was. Und was mir als erstes auffällt, ja, man sieht ja oben, man hat schon mal zwei Induktionsfelder zum Laden. Das finde ich ja echt cool. Aber ganz genau gucken wir uns auf den Tisch an. Das heißt, ich werde jetzt das Teil mal auf den Tisch packen und dann gucken wir uns den Akku mal ganz in Ruhe an. Und schon sind wir jetzt auf dem Tisch. Ihr habt gerade gesehen, ich habe ihn hochgewuchtet und mein Gott, was ist das für ein Megateil. Ja? Ja, was hier das Besondere ist, oder was heißt das Besondere, hier habt ihr auch eine Bluetooth-Verbindung, finde ich auch ganz cool. Hat auch nicht sonst jeder Akku, ihr wisst ja, ich habe einige Akkus getestet. Einige haben sogar WLAN, was noch ein Stück besser ist. Ja. Hier ist Bluetooth dabei, aber das ist zumindest schon mal der Weg in die richtige Richtung. Was so die ersten Specs verraten, wir haben hier eine Dauerlast von 2200 Watt. Das ist echt Wahnsinn. Damit kann man im Grunde alles betreiben, was man will. Also wirklich dann alles, da gibt es keine Ausnahmen mehr. Ihr habt hier einen Regler drin, ihr könnt sogar mit 900 Watt das Teil laden. Ihr könnt sogar doppelt laden. Ja. Ihr könnt das Solarpanel ranmachen und auch noch das Netzteil, für die, die es nicht schnell genug vollbekommen. Ja. Ist auch eine prima Geschichte, bin ich auch echt begeistert. Ja, und das ist eine ganz Besonderheit und das wird man vielleicht gar nicht erkennen können. Ich drehe das mal ein bisschen rum. Ja, ja, das ist eben der Nachteil von so einem Riesenteil, dass man das immer rumdrehen muss. Ja, ihr könnt mal hier sehen, hier habt ihr Anschlüsse, ja. Ich sehe die selber gar nicht. Ah, was ist das für ein Teil? Und hier könnt ihr zum Beispiel noch zusätzliche Packs anschließen, zusätzliche Akku-Packs vom Bluetti. Und ihr könnt das Teil aufrüsten, haltet euch fest, bis 8000 Kilowatt, also 8 kW, ja. 8000 Watt, nicht 8000 Kilowatt. Also bis 8000 Watt, 8 kW. Und das ist echt beachtlich, da kann man echt nicht meckern. Also da bin ich echt begeistert. Ja, ja, da sind wir auch schon bei den Anschlüssen. Ihr seht schon, ihr habt ja eine riesen Anzahl von Anschlüssen. Denn das sind hier die beiden Anschlüsse, wie gesagt, für die Akku-Packs dran. Hier haben wir einen Anschluss, um das Teil mit Solar zu laden. Ja, so sieht es aus. Das heißt, da reden wir auch gleich von diesem Stecker hier. Da bin ich immer gespannt, wie kompatibel das mit den Solarpanels ist. Aber das werden wir uns gleich mal alles im Detail angucken, später mal. Ja, dann haben wir hier noch einen Anschluss und das hier ist der Anschluss für das Netzteil. Ja, also ein ganz normaler Rundstecker, ja, kennen die meisten von euch. Ja, das sind quasi seitliche Anschlüsse, ja, und das finde ich echt cool, dass man hier das Ding noch aufrüsten kann, ja. Und damit kommt ja wirklich bei einem vermeintlichen Blackout, der wahrscheinlich nie kommen wird, kommt ja ein paar Tage mit hin, vielleicht sogar eine Woche. Man ist ja automatisch auch sparsam. Gut, ich drehe das dann mal wieder rum, um mal zu zeigen hier die Abforderung. Ich mache das mal so ein bisschen seitlich, damit ich nämlich auch ein bisschen was sehe. Ich habe das mal selber noch gar nicht angeschaut. Ja, also man sieht schon, man hat ja einen riesengroßen Powerknopf. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie viel Strom hier vorgeladen ist. Wir drücken mal drauf. Sieht schick aus, schöne grüne Leuchte. Ihr seht ein großes Display, ja, Initialisierung. Und da sieht man es 73%. Ich hoffe, die Kamera kann es ein bisschen einfangen. Es spiegelt ein bisschen. Ja, ich glaube, so ist es besser. Sehe ich wieder nichts mehr. Ach, das ist wirklich eine Krux. Ja, und ihr seht schon, das ist kapazitiv, ja. So muss es irgendwie gehen, so müsst ihr es erkennen. Ja, ihr könnt erkennen, ihr könnt hier alles ein- ausschalten. Ja, man sieht ja die Ladeleistung, wenn was dran ist. Hier geht es zurück. Man kann die Uhrzeit einstellen, das ist ja jetzt alles auf Englisch. Ja, man kann den Sound kann man ausschalten. Hier geht es weiter zum nächsten. Man kann die Helligkeit einstellen, kann man Bluetooth ist eingeschalten. Gucken wir auch noch ein, was da jetzt möglich ist. Ihr habt Sleep Time, Schlafmodus und ihr habt noch, ihr könnt das zurücksetzen. Hier könnt ihr das Datum eingeben und es hätte sogar das richtige Datum eingegeben, nämlich heute ist der 7. Mai. Ja, bloß die Uhrzeit stimmt nicht, 23.05 Uhr ist es jetzt definitiv nicht. Ja, also ist schon echt, ihr könnt auch schon sehen, ja, 2048 Wattstunden. Ja, ja, also Display, wie gesagt, könnt ihr alles hier bedienen. Finde ich echt eine coole Geschichte. Ihr könnt alles außen einschalten. Hier könnt ihr DC einschalten und ausschalten. Ja, und schon werdet ihr sehen, wenn irgendwelche Leistung abgeht. Ich mache es wieder aus. Ja, dann könnt ihr auch hier AC außen einschalten. Ja, also alles echt eine sehr schöne Geschichte und ist im Grunde mein erster Akku mit bedienbarem Panel. Und auch hier oben habt ihr das Datum und die Uhrzeit stehen. Ja, ja, und dann seht ihr schon hier die Riesenanschlüsse. Hier haben wir einmal den Zigarettenanschluss. Hier haben wir den 12 Volt Anschluss. Dann haben wir hier nochmal einen 12 Volt Anschluss, nämlich zwei Rundstecker. Ich hoffe, die Kamera kann das ein bisschen einfangen.
Wir haben hier USB-C mit 100 Watt. 100 Watt ist ja eigentlich auch üblich. Wir haben USB-A mit 18 Watt und zwar zweimal. Und wir haben nochmal USB-A mit 5 Volt und 3 Ampere. Das haben wir hier, also das ist eine ganz normale Leistung quasi. Und wir haben 4 Schoko-Steckdosen, was ich echt cool finde, dass hier mit Abdeckung ist. Ja, letzter hat es ja nicht gehabt. Ich finde es auf jeden Fall besser. Ist ziemlich spritzwassergeschützt. Ja. Und ja, kommt doch kein Staub und kein Dreck rein. Ja, das sind die Anschlüsse, die das Gerät hat. Und wir haben hier noch oben ein, habe ich ja schon gezeigt, wollte man jetzt gar nicht sehen hier. Wir können noch eure Handys damit aufladen. Und jetzt habe ich leider mein Handy, das filmt jetzt gerade. Und ich würde sagen, ich hole mein Handy. Versuche mal zu laden. Also so, jetzt habe ich der Freundin das Handy stibitzt. Ich lege es mal da drauf und ja, passiert was? Ich glaube, ich muss es einschalten. Na, das ist für Solar. Sieht man übrigens auch, ja, da kann man alle drei Batteriepacks anschließen. Ja, seht ihr, Batteriepack 1, 2 und 3, ja, und dann wird auch der gesamte Strom wird sogar zusammenaddiert. Also wenn ein Akku ein bisschen leer ist, einer ist voller, wird da komplett zusammenaddiert. Ihr seht die Gesamtmenge und wird auch gleichmäßig entladen. Tja, die Frage ist nur, wie ich jetzt hier mein Wireless LAN aktivieren kann. Oh, hier steht Wireless Output Power. DC. Jetzt funktioniert das. Ja, eins ist ganz klar, ihr müsst DC einschalten, dann kann ich AC wieder ausschalten. Ja, genau, AC ist ja für die viel höhere Leistung. Ja, und es lädt, völlig Problem, ihr könnt auch erkennen, mit wie viel Watt es lädt. Wir schauen mal rein. Ihr könnt sogar vorne erkennen, ja, hier ist eine 4. Also es wird mit 5 Watt geladen und normalerweise, ja, 5, 6 Watt. Es geht ganz langsam nach oben, denn normalerweise sind hier, waren ja 15 Watt angeboten und ich denke mal, die werden auch erreicht. Ja, bei 7 Watt ist Schluss. Ja. Ja, also ihr könnt zwei Handys auch hier oben aufladen. Das funktioniert. Ich bringe es mal wieder zurück, bevor ich Ärger bekomme. Tja, ansonsten habt ihr euch hinten auch nochmal die ganzen Werte draufstehen. Oh, das ist wirklich schwer. Alter Schwede, ist das ein schweres Teil. Tja, und da könnt ihr hier vielleicht lesen. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein bisschen ein. Ja. Wir haben hier... Ja, steht im Grunde die ganzen Werte drauf, ja. Was ich schon sagte. Also ich fange mal ganz unten an. Also wir haben Wireless Charging mit bis zu 15 Watt. Wir haben, also man soll sich in einer Temperatur befinden zwischen 0 und 40 Grad. Ja, eine Ladetemperatur, also Entladung zwischen 20, minus 20 und 40 Grad. Ist klar, dass ihr einen LFP-Akku könnt ihr nicht entladen bei Minusgraden. Ja, aber ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Ihr habt da auch nochmal einen QR-Code, den ihr wahrscheinlich abscannen könnt. Ja, wir müssen nochmal die App mal angucken. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir USB-C, USB-A, wie ich schon sagte. Ja, einmal mit 100 Watt, einmal mit 3 Ampere und 1 bis 5 bis 15 Volt, also 5 bis 15 Volt. Wir haben hier USB-A mit 15 Watt. Wir haben nochmal USB-A, 12 Volt, 3 Ampere zweimal. Und dann haben wir noch AC, ja, mit 220 Volt. Und das war's, genau. Und wir haben eine Kapazität von 2048 Wattstunden. Das heißt, wir reden ja von einer Kapazität von 2 kW. Ja? Und damit kann man doch schon eine ganz schöne lange Zeit hier seine Geräte mit Strom versorgen. So, dann würde ich sagen, als ersten Test werden wir mal versuchen, die Bohrmaschine damit zu betreiben. Ich habe so schön einen Bohrhammer von AEG, habe ich schon so lange, ist er kraftvoll. Probieren wir mal aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also ihr könnt problemlos damit bohren, wo ihr wollt. Also ihr seht schon, das ist echt eine mega Geschichte. Also hier ist wirklich kein Grenzen gesetzt. Ja, also auch für Handwerker ist das eine prima Geschichte. Ja, die Frage ist nur, wie schleppe ich denn das in die Küche, da und dort hin? Das ist eben ein bisschen tricky, das ist ein bisschen schwer. Aber wer natürlich jetzt vielleicht mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, ja, wer so eine Art mobiler Handwerker ist, ja, kann das Ding immer dabei haben, hat immer einen vollen Akku.
Und hat auch immer die volle Leistung. Also ich bin echt begeistert, ja. Also ich kann es nicht lassen, jetzt muss ich mal probieren, einen Wasserkocher damit zu betreiben, ja. Und der hat ja bis jetzt bei allen Akkus versagt, weil da, ich denke mal, mindestens 2000 Watt zieht. Und bin echt mal gespannt hier, was jetzt hier abgeht. Ihr merkt, die Lüfter gehen an. Also er zieht schon eine ganz schöne Menge. Und ich kann es aber nirgendwo erkennen. Ach doch, hier. 2110 Watt, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Also er zieht über 2000 Watt, in dem Fall ideal für das Teil. Und wir haben noch 73% im Akku und ja, wahrscheinlich wird das der Lüfter die ganze Zeit laufen. Und beide Lüfter an beiden Seiten laufen. Genau, der zieht die Luft rein hier drüben und der zieht die Luft raus. Und es fängt an schon zu kochen, das heißt, ihr habt ja echt die gleiche Leistung. Ja, 2100 Watt, ihr habt echt die gleiche Leistung, jetzt hört ihr mich vielleicht kaum noch, weil es überall rauscht und pfeift, aber ihr habt die gleiche Leistung wie in einer normalen Steckdose und seht mal, ich habe gerade mal 1% Akku verloren, mal sehen, wann das Wasser kocht und wann das hier rausspringt. Ich habe übrigens fast einen Liter Wasser drin. So, ich habe mal das Display 5 Minuten eingestellt, damit es länger anbleibt. Ja, also es wird schon heiß, glaube ich, ist gleich vorbei. Wir haben immer noch 72% im Akku, das ist Wahnsinn. Jetzt haben wir 71%. Und der Lüfter läuft aber die ganze Zeit. Ist ja klar, jetzt zieht er im Grunde die maximale Dauerlast. Ihr seht schon, es dampft. Das war's. Sofort geht der Lüfter aus. Wir haben noch 71% im Akku. Ja, ich weiß nicht, das ist die gleiche Zeitspanne. Ich habe es nicht gemessen wie an einer normalen Steckdose. Ja. Also eine Wahnsinnspower, eine Wahnsinnsleistung. Ich bin begeistert. Da kann ich mir in Zukunft meinen Tee bei den nächsten Videos E-Auto News hier vor euch kochen. Ja, ich würde sagen, kommen wir noch mal kurz zum Zubehör. Ja, wir hatten ja die Kabel und ich habe mich schon gewundert, ja, wie bekomme ich das? Das ist ja das Kabel, um mit Solar aufladen zu können. Ich mache das mal hier auseinander. Ja, das müsst ihr auch quasi hier vorne reinstecken. Da sind auch noch mal, damit die Kamera einfangen kann, hier so Pönöppel dran. Und dann haben wir hier das Ende und da habe ich überlegt, Mensch, was soll ich denn mit dem Ende? Aber es ist ganz einfach, da habt ihr nochmal so ein Kabel, ja, und da habt ihr auch eine Bezeichnung dran, ja, Achtung, Solarladekabel, ist alles in Englisch. Ja, und dann müsst ihr quasi das hier ranstecken, ja, das passt auch in eine Richtung drauf, ihr habt auch hier Plus und Minus stehen, das hier ranstecken. Und dann habt ihr jetzt das Ende, was ihr dann in die Solarpanels, in der Solarpanel stecken könnt. Ja, das passt dann auf jeden Fall. Ja, und dann könnt ihr quasi das nachladen. Ihr seht schon, ihr habt eigentlich eine ganze Menge. Ja, sind das 2 Meter, aber das sind das bestimmt. Ja, ja, und somit ladet ihr das. Und dann könnt ihr noch nebenbei eben mit dem Netzteil hier auch noch reinstecken und könnt nochmal parallel das Netzteil dazu benutzen. Ja, also echt eine coole Sache. Warum das nochmal hier eine Trennung ist, ja, was natürlich echt praktisch ist, wenn man das jetzt rauszieht. Dann habt ihr natürlich, könnt ihr genauso gut das Kabel für das Kfz anschließen, ja, und könnt das dann entsprechend auch in den Zigarettenanzünder eures Autos reinstecken. Aber da wäre ich sehr vorsichtig, denn, naja, ich sag mal, da ist die Batterie bei euch schnell leergesaugt. Und das wird ja von der 12-Volt-Batterie abgehen, ja, und von nichts anderem, ja. Ja, das vielleicht mal noch zu den Kabeln, die ihr automatisch dabei habt. Das ist, wie gesagt, das Kabel für das Netzteil. Ja, würde ich sagen, kommen wir erstmal endlich zu der App. Man sieht hier, dass AC und DC eingeschalten ist. Das können wir mal ausschalten. Kann ich bestimmt auch hier ausschalten. Hm, nee, doch hier DC. Ja. Also könnt ihr auch hier betreiben. Hier haben wir noch Einstellungen hier oben. Ruhezeit des Bildschirms, seht ihr sogar 5 Minuten, das habe ich hier eingestellt, das erscheint auch hier. Und ihr könnt nach der Version gucken, ob es eine neue Version gibt. Scheint es nicht zu geben, zumindest kommt hier nichts. Ja,
Das war's eigentlich. Ihr habt noch Akkuinformationen, könnt ihr drauf gehen. Da seht ihr eben, Batteriepack 2 ist keins angeschlossen. Ja. Batteriepack 1 ist ja da drin. Wir haben 71% States of Charge, also maximaler Speicherstand. Wir sind im Standby-Modus. Wir haben hier parallel dazu, weiß ich gar nicht, was das bedeuten soll. Wir haben, ja, Batteriepack 2 ist nicht da und 3 natürlich auch nicht. Ja, noch ein paar Akkuinformationen. Ja, man sieht auch Stromnetz hier oben und Photovoltaik. Das heißt, wenn man quasi lädt, würde man auch das sehen. Finde ich auch echt eine coole Geschichte. Ja, und funktioniert relativ zügig. Jetzt habe ich es eingeschalten wieder und ist eine sehr gute Animation. Ich denke mal, wenn ihr was dran betreibt, seht ihr das auch. Ja, ja, ich sag mal, so ist jetzt nicht ja, besonders ausführlich. Ja. Aber ich bin ja noch im Offline-Modus. Ja, ich werde mich mal noch anmelden, schauen mal, wie das so aussieht. Und Registrierung ist abgeschlossen. Ja, war erfolgreich. Soll ich mich gleich mal einloggen? Nur selbst ein Update gibt. Er findet das Gerät auch gleich, er fügt es hinzu. Ja, und jetzt sieht die App schon ganz anders aus. Ja, das heißt, da kann man auch mehr Geräte verwalten, wie ihr hier seht. Kann man Kundendienst beantragen, kann man einen Antrag einreichen, ist ja fast wie bei Tesla. Und ihr habt dann nochmal eure, könnt ihr auch noch eure Adresse verwalten, Textgröße einstellen, mehrsprachig Deutsch etc. Gehen wir mal aufs Gerät. Ich denke mal, jetzt wird alles so sein, wie wir es vorher sehen. Genau. Ja, ist echt eine coole Geschichte. Also ja, ich würde euch raten, anzumelden. Ich lasse das mal außen vor, muss ich das selber wissen, ja, wegen Datenschutz und sowas. Ja, aber natürlich, um alles hier nutzen zu können, sollte man sich anmelden. Ja, also ihr seht, das Gerät macht einen sehr guten Eindruck. Wir haben eine extrem starke Power hier drin. Ja, 2000 Watt ist echt eine Ansage, da kann man nicht meckern. Ihr habt gesehen, ich habe in meinem Haushalt kein Gerät, was nicht funktionieren würde. Ja, ich glaube, ich könnte mal einen Boiler anschließen, einen Durchlaufwetzer, mal sehen, ob das funktioniert. Aber ich glaube, der Durchlaufwetzer ist zumindest fest angeschlossen. Ja, klar, einen Backofen könnt ihr damit nicht betreiben. Also das glaube ich nicht. Ja, ja, was eben nur die Besonderheit ist, ihr habt eine App-Funktion, ihr könnt ja noch Akkupacks dazu machen. Ihr könnt das quasi aufstocken auf 8 kW. Finde ich echt auch eine ganz interessante Geschichte. Und ihr könnt ja mit bis zu 900 Watt nachladen. Das heißt 400 Watt von Solar und dann ja 500 Watt noch aus dem Netz. Oder ihr schließt 2 Solarpacks an. Das geht ja auch. Ja, dann seid ihr natürlich bei 800 Watt ohne Probleme. Aber dann wird es langsam eng auf dem Balkon. Ja. Aber das werden wir alles mal ausprobieren. Ja, ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr Interesse habt an diesem Gerät, guckt mal bei mir meine Videobeschreibung. Alle Links, die ich habe, packe ich da unten rein. Auch der Vergünstigungslinks, wo man mal 400 Euro sparen kann, packe ich auch da rein. Und wenn ihr sagt, soll mal was Bestimmtes testen, dann werde ich das mal tun. Ja, natürlich werde ich mal demnächst das hier aufladen, sobald die Sonne scheint. Heute ist ja wirklich sehr drüber. Werde ich mal aufladen mit Solarpanel, mal sehen, was da so erreicht wird maximal. Und ich werde alle möglichen Geräte mal ausprobieren. Und ich werde auch mal demnächst mal den Tesla damit nachladen. Das sollte funktionieren. Ich bin da echt mal mega gespannt. Ja? Aber das wird es erst in dem nächsten Video geben. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, denkt dran, einmal Daumen nach oben zu klicken. Ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Auch ganz wichtig. Ja, ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, alle Fragen, schreibt sie schön in die Kommentare rein. Ich werde das alles mal ausprobieren. Ja, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.